Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wrestler-Profil und heute machen wir Bret the Hitman Hart. Sein Name ist Bret Sergeant, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Hart. Er ist am 2. Juli 1957 geboren, er ist 58 Jahre alt und kommt aus Calgary, Alberta, Kanada. Er ist 1,83 Meter groß. Er begann am Anfang natürlich in der Hart Dungeon bei seinem Vater, in der Promotion, nachdem der Vater es ihm aufgekauft hat. Ja, begann dann 1984 seine WWE-Karriere und ja, gründete zusammen mit Jimmy Neidhart die Hart Foundation. Und ja, 1987 gewann die Hart Foundation mit Hilfe von British Bulldog, der ja auch noch dabei war. Jimmy Hart war übrigens auch der Manager von Bret und ja, Bret und ja, Jim Neidhart. Ja, Jimmy Hart, genau. War da kurz ein bisschen weg vom Fenster. Aber ich denke, ihr wisst alle, was ich gemeint habe. Genau, gut, gehen wir direkt weiter. Wie gesagt, am 26. Januar 1987, mit Hilfe von British Bulldog, wurden sie zum ersten Mal WWE Tag Team Champions. Bei WrestleMania 4 trennten sie sich bei Jimmy Hart und waren dann ja halt ein bisschen Faces, haben dann einen Face-Run gehabt. Bei WrestleMania 5 haben sie Greg Valentine und Honky Tonk Man besiegt. Und bei WrestleMania 6 besiegten sie die Bull Chiefs in der Rekordzeit von 19 Sekunden, was damals noch ein Rekord war zu der damaligen Zeit, was natürlich mittlerweile komplett überboten wurde von ich wollte schon gerade sagen von Kane, aber mittlerweile ist es ja The Rock gegen Eric Rowan von WrestleMania 32. Also der Rekord ist, ja, wie sagt man so schön, nett, nicht so lange her, auf jeden Fall. Genau, dann 1991 anfangs haben sie sich dann getrennt, haben getrennte Wege gemacht und dann begann quasi die Singles-Karriere von Bret the Hitman Hart. Er hat erstmal 1981 das King of the Ring-Turnier gewonnen. Beim SummerSlam 1991 besiegte er Mr. Perfect und wurde zum ersten Mal Intercontinental Champion, was auch übrigens sein erster Singles-Titelgewinn war. Und ja, er verlor dann halt Roy Rumbles 1992 gegen The Mountain. Und dann bei WrestleMania 8 besiegte er Roddy Piper und wurde dann zweimaliger Intercontinental Champion. Und am 12. Oktober feierte er seinen größten Erfolg in dem Sinne in der WWE-Geschichte, in der WWE-History. Und zwar wurde er WWE-Champion. Und ja, hielt ihn auch nicht so lange, denn bei WrestleMania 9 verlor er den Titel, denn Yokozuna hat diesen Titel gewonnen, den er später natürlich auch Hulk Hogan dann am Ende gewonnen hat, das wissen ja die meisten von euch. Und ja, Jahr 1993 gewann er aber erneut das King of the Ring und war damit, glaube ich, soweit, ich glaube, er ist sogar der Einzige, der zweimal den King of the Ring Turnier gewonnen hat und das sogar hintereinander, denn 1992 fandet kein King of the Ring Turnier statt und von daher war, ja, das quasi auch was Gutes. In der Zeit war ja auch noch eine Fehde mit Jerry the King Lawler, weil er damit nicht einverstanden war, dass er sich King genannt hat. Und ja, dann beim Royal Rumble 1994 hat dann eine Fehde begonnen oder eine kleine Rivalität mit seinem Bruder Owen Hart, die sich dann bis zu WrestleMania 10 ja, hinausging, beziehungsweise auch noch viel, viel länger, also über Monate hinweg, wo auch es sehr, sehr gesplittet war. In dem Sinne, was zum Beispiel Jim Neidhart auf der Seite von Owen Hart war und der British Bulldog auf der Seite von Bret Hart war, was ja natürlich auch dazu was beigetragen hat. Gleichzeitig hat er im Royal Rumble noch das Rumble Match gewonnen zusammen mit Lex Luger, wo sie sich beide gegenseitig eliminiert haben
und dadurch gab es ja keinen klaren Sieger und beide durften halt um den Titel kämpfen und Lex Luger hat am Anfang schon gekämpft, hat verloren. Bisschen nicht am Opener, weil der Opener war ja Owen Hart gegen Bret Hart, was Owen Hart gewonnen hat. Jedoch später am Abend hat Bret Hart noch das Match gehabt gegen Yokozuna und holte sich dann erneut den WWE-Titel. Holte sich dann den WWE-Titel beim SummerSlam 1994 hat er dann ein Steel Cage Match gehabt mit Owen Hart, was ja Bret Hart gewonnen hat. Bei WrestleMania 11 besiegte er Bob Backlund mit dem Crossface Chicken Wing, wo sie ja erstmal bei das Survivor Series Match hatten, was, soweit ich weiß, Bob Backlund gewonnen hat. Und jetzt hat quasi Bret Hart die Revanche gekriegt. Und beim King of the Ring 1995 besiegte er Jerry Lawler im Kiss My Foot Match. Es war nicht das King of the Ring Turnier, da war er nicht dabei, sondern einfach nur ein normales Match, was er gewonnen hat. Dann bei der Survivor Series 1995 besiegte er Diesel und wurde dann zum dritten Mal WWE Champion. Und diesen Titel behielt er auch bis WrestleMania 12 in dem ersten Iron Man Match mit Shawn Michaels, was er nach knapp 62 Minuten verloren hat. Er hätte eigentlich den Titel behalten können, weil nach 60 Minuten gab es keinen klaren Sieger und das Match war auf eine Stunde gesetzt. Und ja, das Match ging dann noch 2 Minuten weiter und dadurch hat Bret Hart in Via Switchin' Music dieses Match verloren. Und ja, genau. Dann beim Royal Rumble 1997 hätte das Rumble Match theoretisch gewonnen, jedoch kam Steve Austin und er hat sich ja eingeschlichen, er wurde ja vorher von Bret Hart eliminiert, schließt sich hier rein, weil keiner der Ref gesehen hat, dass er eliminiert wurde. Und ja, konnte Austin den Rumble gewinnen. Dadurch hat sich auch eine Fehde entbrannt mit Austin und Bret Hart. In der Zeit hat Shawn Michaels ja seinen WWE-Titel abgegeben, da er verletzt war. Und dann gab es ein Final Four-Way-Match, bzw. ein Fatal Four-Way-Match, wenn man es heute betrachtet, mit Steve Austin, Vader, Undertaker und Bret Hart himself, was Bret Hart gewonnen hat und wurde zum vierten Mal WWE-Champion. Jedoch verlor er einen Tag später an Psycho Sid den Titel und dann gab es halt bei WrestleMania 13 ein hartes Submission No-DQ-Match, was sehr, sehr hart und brutal ausgeführt wurde. Und es da auch einen legendären Double Turn gab, denn Bret Hart ist von Face zu Heel geturnt und Steve Austin ist vom Heel zum Face geturnt in Chicago, Illinois. Genau, und dadurch wurde Bret Hart zum patriotischen Kanadier, wo die Amerikaner ihn gehasst haben und die Kanadier ihn geliebt haben. In dem Sinne und ja, Bret Hart so, ja, vom Publikumsliebling zum Face of the Company zum, ja, meistgehassten Wrestler Amerikas wurde, kann man so ziemlich sagen, so in der Form. Und ja, wie gesagt, Bret Hart hatte dann beim SummerSlam 1997 den Undertaker besiegt und wurde dann zum fünften Mal WWE Champion. Jedoch hat er den Titel nicht aus eigener Hand gewonnen, denn durch Unterstützung von Shawn Michaels, denn Shawn Michaels hat den Taker versehentlich mit einem Stuhl niedergeschlagen und dann gab es halt den Pinfall, den Shawn Michaels machen musste. Und dadurch wurde Bret Hart, wie gesagt, Champion. Und dann bei der Survivor Series 1997 verlor er diesen Titel, denn es gab den Montreal Screwjob. Zu diesem Thema will ich mich noch bald äußern. Ich habe es ja schon im letzten Wrestler-Profil gesagt zu Shawn Michaels. Dieses Video will ich noch machen. Und deshalb werde ich da nicht genau meine Meinung äußern oder wie das genau passiert ist. Da will ich ein extra Video machen, weil es ein sehr, sehr großes Thema ist. Ich weiß nicht genau wann. Ich denke mal so eher Ende Juli, August so um den Dreh, weil ich das vorher wahrscheinlich nicht schaffen werde, weil ich noch andere Ideen noch vorher ansetzen müsste. Gerade noch ein Berichtsvideo will ich noch unbedingt machen und noch dann halt für den Urlaub will ich ein bisschen vorproduzieren und so weiter. Deswegen, also auf jeden Fall das Screwjob-Video werde ich auf jeden Fall noch machen, hoffentlich. Genau. Gut, wie gesagt, Bret Hart wurde ja betrogen, in dem Sinne, was ja keine Storyline war und ist dann zur WCW gewechselt. Am 20. Juli 1998 gewann er den WCW United States Title. Diesen Titel konnte er noch mehrfach halten. Am 21. November 1990 besiegt er Chris Benoit im Turnierfinale um den vakanten WCW World Heavyweight Title. Und ja, den aber nicht lange hielt, kann man so in dem Dreh sagen. Bei Stargate 1999 traf Bret Hart Goldberg. Haben die gegeneinander gekämpft und das Match endete in No Contest, denn Goldberg verpasste Hart einen misslungenen Kick, was letztendlich zu einem Karriereende für Bret Hart gesorgt hat, was er im Oktober 2000 offiziell bekannt gab. Am 24. Juni 2002
hat er einen schweren Fahrradunfall gehabt, wo sich ein Schlaganfall resultiert hat, was er Gott sei Dank überlebt hat. Er wurde 2006 in die Hall of Fame aufgenommen. Am 4.01.2010 kehrt er nach langer, langer Zeit wieder zur WWE zurück und war dann der Guest-Host von Raw, versöhnte sich mit Shawn Michaels offiziell vor Kamera. Sie haben sich ja schon vor ein paar Tagen sich eher versöhnt und jetzt mittlerweile offiziell damals. Und mit Vince McMahon, was letztendlich aber ein Tritt in die Eier kam und letztendlich gab es eine Fehde mit Vince McMahon zu WrestleMania 26. Und ja, es war ein No-Holds-Barred-Lumberjack-Match, wo die Familie in den Ring kam, was Vince McMahon ja gesagt hat, dass er vorher die Familie gekauft hat, dass sie jetzt alle gegen Bret Hart sind. Jedoch wusste Bret Hart davon Bescheid und haben das Geld eingesackt. Und ja, dann waren doch alle gegen Vince McMahon und Bret Hart hat dieses Match gewonnen. Jedoch war dieses Match nicht mehr wie damals von Brets Technik quasi geprägt, sondern eher durchs reine Gebrawle. Also das war eher so ein Showcase-Match, eher so Racheakt für Bret Hart, nicht so ein technischer Klassiker, was man damals von Bret Hart bekannt war. Genau. Und konnte damit auch irgendwie Rache nehmen vom Montreal Screwjob. Dann am 17. Mai gab es ein United States Title Match zwischen The Miz und Bret Hart, was Bret Hart gewonnen hat. Damit sowohl einmal WCW United States Champion als auch WWE United States Champion gewesen, was nicht sehr viele geschafft haben. In dem Sinne. Es haben natürlich einiges geschafft, aber nicht alle. Genau. Dann beim SummerSlam war er auch noch Teil von Team WWE gegen Team Nexus, wo Bret Hart via DQ sich ausgeschaltet hat und danach hat er mehr oder weniger noch Auftritte gemacht. Er war ja noch General Manager von Raw, deshalb hat er auch den United States Title abgegeben, also er hat ihn nicht in einem Match verloren, sondern einfach vakant abgegeben, da er kurze Zeit später zum GM gemacht wurde von Raw und dann ja den Titel abgegeben hat. Und wie gesagt, beim SummerSlam noch was gemacht und dann wurde er rausgeschrieben und dann war er auch nicht mehr General Manager. Und dann hat er noch einige Auftritte gemacht, zwischendurch immer wieder, wie zum Beispiel der Bret Hart Appreciation Night oder hat irgendwelche Special-Auftritte, gerade auch in Bezug der Familie, wie zum Beispiel für Natalia bei Takeover oder jetzt zuletzt bei Extreme Rules. Also da hat er immer wieder schon Auftritte gemacht. Was natürlich auch letztes Jahr bekannt war, war der Prostatakrebs von Bret Hart, was er gekriegt hat, was er jetzt, soweit ich jetzt mitbekommen habe, besiegt hat, was ich sehr, sehr gut finde, was ich sehr, sehr positiv finde. Das sind so viele Informationen zu Bret the Hitman Hart. Genau, seine Karriere, besondere, er war an zwei 5-Star-Matches beteiligt, oder er hatte zwei 5-Star-Matches laut Wrestling Observer Newsletter, und zwar das SummerSlam 1994-Match Steel Cage zwischen Bret Hart und Owen Hart und das WrestleMania 13 Submission No DQ-Match zwischen Bret Hart und Steve Austin, also wo es diesen Double-Turn halt gab. Das waren die zwei 5-Star-Matches, die Bret Hart offiziell in der WWE von Wrestling Observer Newsletter hatte. Und er war der zweite Triple Crown Champion. Genau. Und was man auch natürlich auch ganz kurz anmerken kann, ist, dass er natürlich im ersten Iron Man Match beteiligt war, was er natürlich verloren hat. In dem Sinne. Und natürlich beteiligt an dem Montreal Screwjob. Das sind so ziemlich die Fakten von Bret Hart und natürlich zweimaliger King of the Ring Gewinner, was auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Gut, was hat er für Titel gewonnen? Er war 5-mal WWE World Heavyweight Champion, 2-mal WCW World Heavyweight Champion, 4-mal WCW United States Champion, 1-mal WCW World Tag Team Champion mit Bill Goldberg, 2-mal WWE Tag Team Champion mit Jim Neidhart, 1-mal United States Champion, 2-mal IC Champion, 2-mal King of the Ring Gewinner und WWE Hall of Fame Class of 2006, wie auch immer. Ist auch egal. Genau, so viel zu Bret Hart. Meine Meinung zu ihm, es gibt ja immer diese Frage, Bret Hart, Shawn Michaels. Ich muss sagen, ich tendiere mehr zu Bret Hart als zu Shawn Michaels, weil, wie gesagt, Shawn Michaels Zeit damals, wenn man so hört, was alles so passiert ist, bin ich eher so mehr auf der Seite von Bret Hart. Also ich mag Bret Hart ein bisschen mehr als Shawn Michaels. Bezug auf den Montreal Screwjob hat es jetzt nicht so viel von Bedeutung, weil ich da auch Bret Hart einiges Negatives ansehe. Gerade in Bezug auf sein Ego, wenn man so überlegt, dass er 1997 nicht verlieren wollte vor eigenem Publikum, obwohl das Skript gesagt hat, er will das. Weil er halt zur WWE wechseln wollte und so weiter. So. Aber wie gesagt, zu der Sache will ich mich halt, wie gesagt, in einem Extra-Video mich ein bisschen mehr damit befassen. Natürlich vom In-Ring-Technischen her Weltklasse. Also war richtig stark im Ring.
Auch eine 10 von 10 für mich. Auch ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket. Ob er besser, also besser als Shawn Michaels ist er nicht, aber ungefähr kann man so sagen. Dann natürlich, Mike Work war ja für mich ein bisschen schlechter als Shawn Michaels. Also er war natürlich guter Mike, aber na, auf dem Niveau von Shawn Michaels oder einem Kevin Owens mal meiner Meinung nach nicht. Charismatisch war er auf jeden Fall. Also er war sehr, sehr charismatisch. Seine Gimmicks waren auch cool. Also die hat er auch gut verkörpert. Ja, Meinung ist für mich auch eine 10 von 10. Mag ich mehr als Bret Hart, mag ich mehr als Shawn Michaels. Und wie gesagt, sehr, sehr, sehr positiv. War ein großartiger Wrestler. Natürlich schade, wie seine Karriere letztendlich beendet ist. Hab's natürlich nicht miterlebt, weil ich zu dem Zeitpunkt kein Wrestling-Fan war. Und selbst wenn ich es miterlebt hätte, wäre ich jetzt nur 4 Jahre alt gewesen. Oder warte mal. 3 Jahre. Nee, 2 Jahre alt gewesen. Nee, 3 Jahre alt. Starrcade ist ja Dezember gewesen. Also 3 Jahre alt wäre ich gewesen. Hätte ich nicht viel mitbekommen. Ich hätte es vielleicht gesehen, aber ich hätte keine Ahnung gehabt. Ich denke so, oh, da kämpfen 2 Leute. Das war's. Also, so würde ich jetzt denken. Ob ihr so denkt, keine Ahnung. Aber so denke ich zumindest, denke ich mal, würde ich mal sagen. Und, oder so, oh, der Pinke ist ja super. Und der mit, der hat ja so viele Muskeln. Ich weiß gar nicht, ob ich so denken würde oder so weit gedacht habe. In dem Alter. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht urteilen. Ist ja auch eigentlich egal. Genau. Es geht jetzt um Bret Hart, nicht um mich. Ja, Bret Hart, wie gesagt, eine Legende, zu Recht in der Hall of Fame. Seine Titelgewinne waren auch im Rahmen, also so wie bei Shawn Michaels, waren nicht zu viele, waren auch nicht zu wenige, hat eigentlich gut gepasst, immer 6, 7 World-Title-Gewinne, vollkommen okay. Bei Shawn Michaels waren es, soweit ich das weiß, nur 3, ne 4, also nur 4 World-Title-Gewinne. Wenn man sich überlegt, John Cena 15-fach, Ric Flair insgesamt 16-fach, das ist schon viel zu viel. Aber gut, das ist alles im Rahmen, das ist zu Bret Hart, eine Legende, zu Recht in der Hall of Fame, sehr, sehr gut, hat viel erreicht in dem Sinne, klar. Was ich natürlich auch vergessen habe, das habe ich bei Shawn Michaels vergessen und das habe ich hier vergessen, Rumble-Sieger 1994. Und bei Shawn Michaels natürlich 95, 96. Das habe ich natürlich vergessen. Wollte ich nochmal hier anmerken. Das habe ich beim letzten Video, glaube ich, vergessen. Hier war ja Rumble-Sieger 1994 zusammen mit Lex Luger. Was auch nichts Selbstverständliches. Genau. So viel dazu. Bret Hart, wie gesagt, ein super Wrestler. Hat sehr, sehr viele großartige Matches. Nicht nur mit Shawn Michaels, mit Owen Hart. Mit dem Taker hat er gute Matches gehabt. Mit Steve Austin. Auch die Anfang 90er, also er war ein super Wrestler, ein großartiger Techniker, the best there is, the best there was, and the best, ne, the best there was, the best there is, and the best ever will be, und so weiter, also ihr wisst schon den Spruch, oder warte mal, the best here is, the best ever was, the best ever will, ach, wie auch immer, ich weiß nicht, ich verwechsel ihn manchmal, warte mal, ich guck mal, wie der Spruch war, Bret Hart, the best there is, das weiß ich noch. Ach genau, the best there is, the best there was, and the best ever will be. Ich glaube, das habe ich sogar richtig gesagt. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Ihr versteht schon, was ich meine. Wie gesagt, Bret Hart, habe schon meine Meinung jetzt sehr, sehr oft gesagt. Legende und ja. Die Bewertung seht ihr. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, eure Bewertung. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.